Nein, die Entscheidung war überhaupt nicht schwer. Ich liebe diese Gemeinde. Ich glaube, die Menschen, die hier sind und mich auch aus der Arbeit und aus der politischen Arbeit kennen, die wissen das auch. Ich brenne für diese Gemeinde nach wie vor. Wir haben hier viel auf die Beine gestellt, aber es gibt auch noch viel zu tun in den nächsten 5, 6 Jahren. Und daran möchte ich gerne aktiv und auch kraftvoll weiterhin mitwirken. Und ich habe wirklich Spaß gehabt. Das ist mir nicht schwer gefallen. Also das Thema Klima und Klimaschutz wird uns über viele Jahre hinweg begleiten. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Und hier entwickelt sich gerade bürgerschaftliches Engagement, das wir aufnehmen wollen und das wir konstruieren wollen, das wir in unsere Hände nehmen wollen und wo wir gemeinsam mit Bürgerschaft und Politik und Verwaltung für die Gemeinde arbeiten wollen. Da gibt es viel zu tun. Und das Zweite ist das Thema der Mobilität. Auch da werden wir uns in den nächsten Jahren, die beiden Themen Klimaneutralität, Klimaschutz und Mobilität sind eng miteinander verbogen, da werden wir uns intensiv fragen müssen, sind die Mittel, mit denen wir augenblicklich zu Werke gehen, sind das auch die richtigen oder gibt es neue Ideen für die Zukunft, wie zum Beispiel die Frage Reaktivierung der WLE-Bahnstrecke. Wir wollen gucken, dass wir von Sennenhorst aus auch noch weiter Richtung Beckum über Diestedde war das, wo in Diesbaum bis nach Lippstadt die Strecke reaktivieren und daran möchte ich kraftvoll mithelfen und ich glaube, das wird uns auch gelingen, obwohl es ein langer Prozess ist. Und des Weiteren gibt es das Thema Bildung und da sind wir mitten beim Joanneum angekommen. Hier wollen wir, nachdem wir bei der Sekundarschule so kraftvoll zu Werke gegangen sind, auch für das Joanneum was tun. Die Schule braucht dringend eine Entwicklung und das wird ein bestimmendes Thema ebenfalls der nächsten Wahlperiode sein. Wenn Sie mich nach dem emotional bewegendsten Moment der letzten Jahre fragen, dann ist das unzweifelhaft die Eröffnung der Sekundarschule gewesen. Und wenn Sie mich nach dem verwaltungsmäßig und bürgerschaftlich wichtigsten Moment fragen daneben, dann war es die Gründung der Bürgerstiftung und der Bau der Windkraftanlage, ganz eindeutig. Und davon werden die Bürgerinnen und Bürger von Ballersloh noch ganz lange profitieren. Da sind über 20.000 Euro, die im Jahr für Kultur und all die Zwecke, die ansonsten vielleicht oftmals nicht so stark gefördert werden können, zur Verfügung. Und zwar sicher abgesichert über die Pacht der Windanlage. Und das ist etwas, um das uns andere Gemeinden und Städte beneiden hier im Umkreis. Und da können wir richtig stolz drauf sein und für die Gemeinde können wir segensreich wirken.